Mit dem Flughafen Stuttgart arbeiten wir schon seit vielen Jahren zusammen. Wir haben auch in der Vergangenheit bereits gemeinsam Innovationsprojekte durchgeführt. Beispielsweise die Umstellung der Gepäckschlepperflotte von Dieselantrieb auf Elektroantrieb und wollen nun auch bei der Automatisierung der Gepäckabfertigung die Ersten sein, die diesen Schritt gehen. Aktuell testen wir am Flughafen Stuttgart einen autonomen Gepäckschlepper. Die Zugmaschine ist mit einer sehr umfangreichen Sensorik ausgestattet. Das beginnt bei einer ganzen Vielzahl von 3D-Kameras, die es der Zugmaschine ermöglichen, ihre Umgebung zu erfassen. Die Kameras sind mit 3D-Beleuchtungseinheiten ausgestattet, sodass sie auch bei Nacht und Nebel funktionieren. Darüber hinaus haben wir im Frontbereich des Fahrzeugs Personenschutzscanner montiert auf LIDAR-Basis, die dem Kollisionsschutz dienen. Und wir haben auf dem Fahrzeug ein GPS-System mit einer extrem hohen Genauigkeit. Wir erreichen hier Genauigkeiten von ca. 2 bis 3 cm. Unser Ziel ist zunächst die Erhöhung der Sicherheit. Wir haben komplexe Verkehrssituationen, eine Vielzahl von unterschiedlichen Fahrzeugen, die hier interagieren. Und da bietet die Technik den großen Vorteil, dass sie all diesen Einflussfaktoren völlig gleichgültig gegenübersteht. Zum Zweiten ist ein wichtiges Ziel die Ressourcenschonung und die Steigerung der Effizienz. Nicht umsonst ist dieses Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Und wir denken aber, dass zukünftig durch eine intelligente Routenplanung, durch die Optimierung der Verkehrswege sehr deutliche Einsparungen auch möglich werden im Bereich des Energieeinsatzes. Und schlussendlich wollen wir natürlich auch den Menschen, die hier auf dem Flughafenvorfeld hart arbeiten, auf intelligente Art und Weise unter die Arme greifen. Uns macht die Kooperation mit dem Flughafen sehr viel Spaß und es freut mich wirklich, dass wir als Landesflughafen und als baden-württembergisches Unternehmen mit dieser neuen Technologie vorangehen.